Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Superkräftebox von Sudden. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Superkräfte von Sudden. Das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine schwarze Box. Auf der Vorderseite haben wir hier eine recht knapp bekleidete Dame mit einer, ja, mit einer Pistole in der Hand, blondes Haar, recht viel Oberweite und schwarzen Stiefeln, mit denen sie hier diesen Scheinwerfer gerade ausrichtet. Dieser projiziert ein Herzchen mit Jür-Schriftzug in den Nachthimmel und darunter lesen wir Sudden Superkräfte. Ja, also angelehnt an Batman wird hier wohl der Superheld gerufen, in diesem Fall eben Sudden. Auf der unteren Seite haben wir hier einen Barcode. Rechts sieht das Ganze so aus. Oben wieder das Herzchen und auf der linken Seite nochmal Sudden Superkräfte. Auf der Unterseite nichts, also komplett glattschwarz. Wir haben hier eine reguläre Klappbox. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. So. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal dabei ein T-Shirt. Dann haben wir hier in Folie so ein kleines Lämpchen, so eine Taschenlampe. Eine Autogrammkarte. Die Instrumentals zum Album. So wie natürlich das Album an sich. So, von innen die Box auch schwarz und hier haben wir dann noch so einen Einleger, mit dem das Ganze befestigt war. Also speziell das Album und die Instrumentals waren hier drin. Dann packen wir die Box mal zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. So, wir haben hier Superkräfte. Es ist das zweite Album von Sudden. Hier oben lesen wir den Interpreten. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier auf der Seite lesen wir auch nochmal Sudden Superkräfte. Und dann haben wir hier eine Dame, der gerade scheinbar der BH geöffnet wird. Also, das womöglich eine der Superkräfte von Sudden BHs zu öffnen. Ist jetzt die Frage, ob das hier über eine Distanz stattfindet oder ist schwer zu erkennen, ob er das hier mit einer Hand macht. Keine Ahnung. Hier oben haben wir dann ein Herz, Jür und hier unten ein Tattoo. Also mehr oder weniger ein Arschgeweih, in diesem Fall Superkräfte. Hier auf der Seite auch nochmal zu lesen. Und dann haben wir hier die Tracklist auf dem nackten Bauch hier drauf geschrieben. Sehr interessant, also hier das Ganze von hinten und vorne wohl dieselbe Frau mit demselben BH. Was lesen wir hier? Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl und wir haben hier Features von Alligator. Ansonsten haben wir noch ein Feature von RAF 3.0 und dann haben wir ganz unten noch ein Feature von, ist die Frage, Sina Soema oder Sina Söma, wenn ich das richtig lese, wird hoffentlich noch im Booklet einmal stehen. Hier dann noch die Credits und ein Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Okay, ich dachte zuerst, das wäre ein Einleger, aber nein. Wir haben hier auf der Rückseite des Booklets haben wir einmal die Tourdaten hier. Das ist auch ungewöhnlich, die sind dann meistens irgendwie mit so einem extra Zettel, mit so einem Flyer mit drin. Also, hier, das war die Tourdaten der Superkräfte-Tour 2015. Schon einige Jahre her. So, dann haben wir hier Sudden abgebildet auf einem Dach in seinem Superkräfte-Outfit hier. Schwarzer Anzug, violette Krawatte, weiße Air Max. Okay, und dann noch diese schwarze Maske hier im Gesicht. Also das dürften wohl 90er Air Max sein. Und dann haben wir die Tracklist nochmal im Detail, inklusive der Produzenten, also wer hat das Ganze produziert oder wer hat hier Instrumente beigesteuert.
So, also nochmal kurz zum Thema. Wir haben hier einmal ein Feature von Alligator auf Track 7. Es wurde damals auch als Video ausgekoppelt. Hitler töten. Dann haben wir Sudden, der hier wohl gerade ein Kamehameha fabriziert. Nochmal Sudden. Und dann haben wir noch die restlichen Tracks. Also hier noch ein Feature von RAF 3.0 und ein Feature von Sina Soema oder Sina Sömer. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Dame ist mir kein Begriff. RAF und Alligator natürlich schon. Also wir haben drei Features auf 16 Tracks verteilt. Dann hier noch die Infos, also die Credits zum Album, wer da mitgewirkt hat. Und hier wieder auf der Rückseite die Tourdaten. Gut, dann haben wir die Album-CD. Die ist in weiß und hellblau gehalten. So sieht das aus, dieses verpixelte, dieses eckige Herz. Hier nochmal Sudden mit dem Kamehameha. Dann haben wir zum Album die Instrumentals. Okay, also auch hier wieder in hellblau gehalten mit diesem Herzchen. Auf der Rückseite haben wir die Tracks, allerdings nicht durchnummeriert. Das Ganze kommt in einer Papphülle. So sieht dann die CD aus. Superkräfte Instrumentals. Okay. Mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat und die ist vom Design her echt einzigartig. Die meisten Autogrammkarten haben dann irgendwie ein Bild, ein Foto des Künstlers, aber hier hat man sich wirklich was Besonderes überlegt. Denn hier gibt es zusätzlich zum Bild auch noch ein gelungenes Design. Und zwar hat man das hier so in einer Optik gehalten wie bei Pokémon. Pokémon-Karten, wir kennen sie alle noch. Was lesen wir hier? Sudden X ist ausgestattet mit einzigartigen Superkräften. Okay, also so dürfte sich diese Karte hier nennen. Sudden X mit 1337 HP, also Health Points. Und dann lesen wir hier Sudden X Regel. Wenn diese Karte gespielt wird, gewinnt man automatisch das Match. Ja, also das ist mal nicht schlecht. Dann haben wir ein schwarzes Autogramm mit Edding hier quer drüber. Hier haben wir seine Fähigkeit, die nennt sich Ultra Kamehameha 199 Plus. Und was lesen wir hier? Ja, ist etwas schwierig, weil er hier komplett drüber gekrakelt hat. Ein gebündelter, hochkonzentrierter und mächtiger Energiestrahl trifft den Kontrahenten. Ja. Also viel weiter kann man da nicht lesen. Besonders effektiv gegen irgendwas und Humanoiden. Schwäche sind in diesem Fall Pferde, Resistenz gegen Marihuana und Rückzug kostet hier 69 Energie, Dollar, was auch immer. Ja, also wie gesagt, rein von der Gestaltung her diese Autogrammkarte sehr gelungen in meinen Augen. Dann haben wir hier so eine kleine Taschenlampe, wie so ein kleiner Laserpointer. Das sogenannte Sudden Signal kommt hier mit einem Anhänger, also so ein Schlüsselanhänger. Dann haben wir so eine kleine Plastik Manschette mit drauf, die verhindert, dass das irgendwie unabsichtlich gedrückt wurde oder in der Box schon gedrückt wurde, damit das Ganze nicht leer bei euch ankommt. Und wenn wir dann hier drauf drücken, dann können wir hier wunderschön, ich hoffe, man kann das sehen, ja, ist natürlich jetzt etwas hell, das Sudden-Signal hier projizieren. Ich werde mal ganz kurz das Licht abdrehen, damit der Effekt etwas stärker ist. Kleinen Moment. So, ich habe jetzt mal das Licht abgedreht. Jetzt werden wir hier diesen Sudden-Strahl nochmal zum Einsatz bringen. Jawohl. Also, je weiter wir weggehen, desto größer wird er. Und damit kann man dann auf jeden Fall um Hilfe rufen. Vielleicht an die Häuserwand projizieren, wie auch immer. Ja, also, das sieht echt gut aus. Okay, dann schalten wir das Licht wieder an. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und der ist, wie so oft, ein Shirt. So, wir haben hier ein weißes Shirt mit diesem hellblauen Herz, das wir schon so oft gesehen haben im Artwork. In diesem Fall steht da noch Gang darunter. Also Gang in diesem Fall mit dem A, mit diesem Anarchie-A, das in einem Herz ist.
Ansonsten ist das Ganze auf der Rückseite blank weiß. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton, 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dieses Jürgen Shirt. Dann haben wir diesen Laserpointer, diese Taschenlampe hier mit dem Sudden Signal. Die unterschriebene Autogrammkarte im Pokémon Design. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 17 Tracks im Jewel Case. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Superkräfte von Sudden. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sudden unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.